Hallöchen! Guten Morgen, wir sind jetzt hier am Phantasialand angekommen und zwar stehen wir hier vor dem Hotel Charles Lindbergh, das seit Donnerstag geöffnet hat. Ja, und wir haben uns mal gedacht, wir checken das Hotel mal für euch, wie das so ist. Genau, damit ihr wisst, was euch hier erwartet. Genau, ich denke gut, das wird euch hier erwarten. Ich denke und auch. Uns auch. Das, was ich schon gesehen habe, ist mega. Ja, so, wir werden jetzt da reingehen und erstmal einchecken dann. Genau, und ihr, machen wir. Und ihr seht ein bisschen was im Hotel auch natürlich. Viel Spaß! Viel Spaß! Wir erkunden jetzt mal ein bisschen die Außenanlage vom Hotel Charles Lindbergh hier. Maskenpflicht überall natürlich. Gehen wir die Treppe hoch. Ja. Ich bin total schon geflasht, alleine nur hier zu stehen auf der Terrasse und hier runter mega. Zu gucken. Mega, mega, mega. Und diese Thematisierung ist mega geil. Ja. Also es ist einfach hier erstmal, wenn man hier reinkommt, so viele neue Eindrücke. Der absolute Wahnsinn, das muss ich leider sagen. Ja? Oh also, ja. Das ist echt krass. Hinter uns hier das Schienenknoll von Fly, die Themenwelt Rockburg. Neben uns geht der zweite Lounge hoch.
Man ist mitten in der Themenwelt und ist in einem Hotel. Gut, also ist cool. Zwar mit kleinen Kapseln, natürlich sehr cozy, sehr gemütlich. Auf die wir auch noch sehr gespannt sind, weil die kommen wir ja erst später rein. Genau, da kommen wir erst so ab 15.30 Uhr dann rein. Aber das macht nichts, wir treffen gleich jede Menge Leute und werden erstmal zusammen Hochburg erkunden und Fly natürlich auch. Und ja, da werdet ihr dann gleich mehr sehen. Ja. Da fuhr Fly gerade lang. Und da hinten. Natürlich noch leer. Leerfahrten. Muss ja sich erst warm fahren, Testfahrten laufen. Alles klar. Wir und bald sind wir auch da drin. Genau, gleich schon. Deswegen gehen wir gleich mal runter und wollen hoffen, dass wir gleich eine Runde fahren können. Genau. Bis später dann. Versucht irgendwie Fly zu erwischen auf der Kamera, aber man weiß noch nicht, wo die lang fährt. Überall fährt sie lang. Ja, wir stehen jetzt hier schon, wir durften eine Viertelstunde früher rein, stehen jetzt schon an der Warteschlange zu Fly und werden dann wohl gleich einer der ersten sein, die hier im Bereich die Fly fahren dürfen. Wir halten mal dem Frank hier ein Plätzchen frei einfach. Nee, egal, ob die Leute durften gucken, die dürfen jetzt uns nach vorne kommen. Ja. Boah, die erste Fahrt Fly, ja, war ziemlich, war mal was ganz anderes. Wahnsinn. Man muss sich auf jeden Fall entspannen und hängen lassen. Oh, man darf nicht verkrampfen, man muss sich zwingen, aber es ist mega toll gefahren. Ja, sehr butterweich, natürlich für die Thrill-Seeker nicht so extrem geeignet.
Nee. Aber es ist wunderbar gefahren. Man hat das Gefühl, man fliegt. Es ist richtig geil. Wirklich richtig gefahren. Und schön die Arme nach vorne strecken beim Fliegen, ne? Ja. Nicht vergessen. So, jetzt werden wir mal gucken. Jetzt warten wir Frank, den Fachbesucher, und nach seiner Meinung fragen. Den haben wir nämlich gerade noch gesehen, während wir da noch in der Schlussbremse standen und eher im Mattelschlangenbereich war. Schauen wir mal, was er zu sagen hat, ne? Genau, ich bin gespannt. Aber ich denke, er wird begeistert sein. Ja, denke so, auch. Dann seht ihr gleich den Frank als nächstes. Zusammen. Das war doch mal eine Fahrt. Ja, ne? Also mal was ganz anderes. Fantastisch. Sehr, sehr cool. Das war nicht so intensiv, war Spaß. Ich fand schon intensiv. Wenn man auf den Boden guckt, dann ist es intensiv, weil der Schwindel nicht wird. Ich hab Reis gemacht, ich hab Reis gemacht. Ja, diese ganzen Near-Miss-Effekte, das war schon klasse. Also wenn du durch die Häuser fährst, also sehr, sehr gelungen. Der ganze Bereich, muss man also sagen. Wir wollten jetzt ein Erstflugbierchen trinken. Ein Erstflugbierchen? Ja. Dann zum Wohle. Zum Wohle auf Hochburg auf Lei. Sehr zum Wohle. Auf den Erstflug, ne? Auf den Erstflug, ja. Sophie, wie hat es dir gefallen? Gut. Ja, welche Reihe? Erste Reihe, ne? Nee. Dritte. Ah, du warst erste Reihe, okay. Erste Reihe. Super, ich hatte sogar zweimal Airtime. Ich weiß nicht, wusste nicht, dass es bei der Bahn möglich ist, aber ich hatte Airtime. Ja, das ist sehr schön. Was ist euer Zwischenfazit? Unser Zwischenfazit? Ja, macht Spaß, ne? Auf jeden Fall. Also der ganze Bereich ist wirklich sehr, sehr gelungen. Man entdeckt tausend Details. Also wir spazieren jetzt gerade noch ein bisschen durch die Gegend. Die Fahrt mit Fly ist einfach nur klasse. Also das macht sehr viel Spaß, hier durch die Häuser zu rasen. Rundum gelungen, rundum gelungen. Du bist ja in den Genuss der ersten Reihe gekommen, ne? Ich bin in den Genuss der ersten Reihe gekommen. Man fühlt sich wirklich so, als würde man fliegen. Es ist einfach so. Der Name ist genau richtig gewählt. Sehr schön. Wir haben heute einen Kameramann am Start. Der fleißig guckt, ob wir alle schön drei im Bild sind. Ja, der das Framing überprüft. Ja, wir gehen jetzt einfach Schokolade kaufen. Jetzt gehen wir mal in die Schokoladenwerkstatt. Richtig. Mal schauen, wie das ist. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das schmeckt wie immer sehr gut. Also in Hochburg kann man natürlich auch beim Kohleschipper schön ein Bierchen trinken. Hier. Zum Wohle. Sehr aber zum Wohle. Zum Wohl. Ja. Übrigens, das Alkoholfreie dieser Sorte kann ich nicht empfehlen. Ja. Deswegen mit. Aber ich muss sagen, so ein schönes, frisches Andex vom Fass in Klugheim am Marktplatz, das ist natürlich immer ein Highlight. Absolut. Kann ich nur empfehlen. Ja. Der Flair hier, weil aus dem Glas, ist 1A. Das kriegst du drüben in Rotburg noch nicht. Vielleicht ändern die schon, man weiß es nicht. So, ja, wir hatten jetzt einen super schönen Tag hier in Rotburg und sind noch ein bisschen Taron gefahren, haben ein paar Leute getroffen, aber jetzt Leute, jetzt kommt die Roomtour vom Hotelzimmer. Wir sind im Zimmer A14. Und ich würde sagen, wir gehen da erstmal rein. Mal sehen, wer aufmacht. Wir kaufen nix. Nix zu kaufen? Nix zu kaufen.
Hallo Alex. Hi. Hallöchen. In unserem schönen Zimmer. Unserem Kapselzimmer. Oh, es ist tatsächlich kleiner und cozier, als man denkt. Ja. Auf den ganzen Videos und Fotos bisher gesehen hat. Aber es ist so urgemütlich und mit so viel Liebe und Details und echt total toll. Ich bin begeistert. Schlechthin. Wer ist am Start da hinten? Ich weiß auch nicht. Die verfolgen uns immer. Ständig sind die immer. Immer da, da wo wir sind. Ja. Du gehst ins Auto, die sitzen da. Du gehst ins Hotel, die sitzen da. Die sagen auch jedes Mal, die wären zuerst da gewesen. Ja, komisch. Kann ich gar nicht verstehen. Tja. Wir haben das Zimmer doch gebucht. Dann wird sie nicht los. Naja. Zeig uns doch mal die Kapsel. Ja, interessanterweise, wir haben tatsächlich eine Kapsel erwischt, die man teilen kann, also die Verbindungskapsel quasi. Dadurch fehlt uns der Schreibtisch und dadurch ist der Fernseher bei uns hier in der Ecke angebracht. Ja. Wenn man den Fernseher ausstöpselt, hat man auch zwei Steckdosen. Dann haben wir natürlich eine Zeitung. Wir haben natürlich einen Flucht- und Rettungsplan. Gehört dazu. Wichtig. Ganz tolle, süße Lampen. Ne? Wassersprenkler. Man weiß ja nie, was Fly so anstellt in der Nacht. Schöne Fotos. Und wir haben natürlich auch gerade den Atlantischen Ozean entdeckt. Sind wir rumgeflogen. Was haben wir denn da links? Was haben wir links? Links! Du meinst Travel Gear. Travel Gear, ja. Da ist. Kannst du hochschieben? Hast du noch Verstauungsmöglichkeiten? Und die Handtücher für die Dusche? Oh, man sieht nichts mehr, wenn ich davor stehe. Was? Man sieht nichts mehr, wenn ich davor stehe. Ah! Ja, es ist ein bisschen düster hier. Was ist denn hinter dieser Tür da? Hier haben wir übrigens noch einen Stuhl. Und ich glaube, den Mülleimer. Hier hinter dieser Tür ist das Badezimmer. Tada! Licht an, Spot an. Schöne Dusche mit Ring. Ich mag auch die Fliesen, die finde ich echt schön. Gefallen mir sehr, sehr gut. Föhn ist da, Toilette, Waschbecken. Die Seife ist übrigens echt toll. Die habe ich heute schon im Uhrwerk gehabt. Ich finde, die riecht echt cool nach Ingwer und so. Sehr frisch. Gefällt mir. Aber wenn ihr mal wissen wolltet, wie der Verwaltungshof aussieht, ne? Habt ihr jetzt die Chance. Warte, wenn ich das aufkriege wieder. Tada! Der mega Ausblick. Ein Drittel River Quest Boot ist zu finden. Dafür kann uns hier keiner großartig einsteigen. Nee. Ja, hat auch Vorteile. Ja. Das Bett, toll. Top. Also wir sind eigentlich total geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gefällt uns super gut. Auch wenn wir die Nacht getrennt schlafen müssen. Oh. Aber das werden wir, glaube ich, überleben. Ich glaube auch. Ne? Was macht man nicht alles? Und gleich erwartet uns tatsächlich noch erstmal ein Absacker in der Bar. Nee, Absacker macht man eigentlich erst nach dem Essen. Aperitif in der Bar, 19:19. Mhm. Und dann geht's schön ins Uhrwerk. Ein Drei-Gänge-Menü genießen. Haben auch schon so ein bisschen gespinkst heute, weil Freunde von uns schon im Uhrwerk essen waren. Und wir waren dabei, haben zugeguckt, wie das Essen aussieht. Und das Drei-Gänge-Menü ist ja tatsächlich eine Auswahl der Gerichte, die ihr als standardmäßig auf der Karte haben. Und danach, denke ich, danach gibt es den Absacker in der Bar. Ich denke auch, ja. Und ich denke mal, dass wir euch da auch mitnehmen werden. Das machen wir. Auf jeden Fall. Gut. Ja, ansonsten. Fächer gibt's noch. Es gibt noch Fächer. Ach,
Sorry, entschuldigt, dass ich so aufgedreht bin, aber es ist so spannend hier. Es gibt Fächer. Fächer! Absoluter Wahnsinn. Ja gut, es ist eng. Man muss ja irgendwie seine Sachen verstauen können. Das stimmt allerdings. Na, also, von daher. Was ist hinter dieser Tür hinter dir? Wie, hinter mir? Ja. Was soll denn dahinter sein? Da. Fly natürlich. Ja, sehr geil hier. Absolut, oder? Ja. Kommt vorbei, genießt die Atmosphäre. Das Team ist mega nett und geben euch wirklich das komplette A bis Z von Flug Explorer Society Experience. Mega toll, wirklich. Ein hohes Lob ans Phantasialand, was die hier für eine Themenwelt geschaffen haben. Das Hotel bis jetzt top. Von daher, wir werden auf jeden Fall die Zeit hier richtig gut genießen können. Ja, wir haben jetzt, ihr habt ja gerade die Blumentour gesehen oder jetzt machen wir ein Einzelvideo. Ja, es wird ein separates Video. Schauen wir einfach mal. Ja, wir haben jetzt gerade unser Hotelzimmer bezogen hier. Zimmer A14 im Level 2, zweiter Stock. Hinter uns seht ihr hier Rookburg. Sucht euch irgendwas aus, was euch gefällt. Rauchhausen, genau. Ja, wir sind jetzt heute fünfmal Fly gefahren. Einmal erste Reihe auch. Hammer hat mir, glaube ich, schon erzählt. Aber egal, erste Reihe. Ich muss ein bisschen erste Reihe gefahren, war richtig gut. Hinten Reihe 18 bis zum Schluss gefahren, fand ich jetzt persönlich jetzt nicht so. Also schon immer noch schön. Es ist immer noch toll, ja. Aber mir persönlich gefiel weiter vorne besser. Ja, mir auch. Also weiter vorne gefällt mir besser. Es ist schneller, mehr Gehkräfte wirken auf der Leine. Ich fand es vorne besser auf jeden Fall. Ja. Ja, und jetzt haben wir gerade unser Hotelzimmer bezogen, haben uns ein bisschen frisch gemacht. Und jetzt gehen wir runter in die Bahn 1919 und treffen dann auch gleich den Simon und trinken erstmal ein kleines Aperitif, bevor wir dann zum Abendessen gehen. Richtig, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt und dann die Bar werdet ihr auch gleich sehen natürlich. Und genießen noch so ein bisschen den Ausblick, der ist echt toll. Ja. Also? Bis gleich in der Bar. Bis gleich. Jo. Tschüss. So, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier vor dem Check-in-Bereich am Hotel. Und wir gehen jetzt gleich hier rechts rum. Da ist die Bahn 1919 und wir waren selber noch nicht drin. Wir gucken mal, wie es da drin aussieht. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Gehen wir rein. Folgen wir dem Peter mal, ne?
sollte der denn hin? Sehr zum Wohle, ne? Zum Wohle! Zum Wohle! Auf einen schönen Abend! Auf einen sehr schönen Abend, ja. Sorry. Oh ja, genau. Das lernst du noch. Das genau. Ich passe mich halt an, zu Hause mache ich es wieder ohne. Was denn? Das sind doch unterschiedlich. Du hast... Oh, Prost. Ja, es schmeckt doch irgendwie scheiße. Da hast du wohl recht, ja. Da können die sich noch nicht mal merken, was sie sich bestellt haben. Doch, hey, ist beides rot. Ich hab's am Geschmack erkannt. Ja. So, wir haben jetzt gerade hier im Uhrwerk die Vorspeise gegessen vom Drei-Gänge-Menü. Ich hatte die Teigtaschen mit sehr genialen Soßen. Einmal hier und einmal hier. Eine sehr zimtig. Fast schon weihnachtlich, aber trotzdem sehr geil. Und wir haben natürlich den Special Guest heute da, den Simon. Und der erzählt uns jetzt mal eben, wie seine Vorspeise war. Du hast die gleiche wie ich gehabt, ne? Ja, genau. Von daher, also gleiche Soßen. Und obwohl ich die Teigtaschen schon gegessen habe, ihr seht, wie voll die noch sind. Das ist sehr unfortunate, weil die sind so lecker. Und mit den 6 Teigtaschen, die dabei waren, kriege ich die niemals aufgegessen. Habe ich schon gesprochen mit dem Kellner. Also man kann leider da nichts mehr nachbestellen und so weiter. Das ist nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz, die Qualität ist der Hammer. Das sind nicht irgendwelche Marmeladen oder sonst irgendwie, was man so, ne, irgendwo was reintun kann, sondern die sind richtig gut vom Geschmack. Ich kann das nicht wirklich gut definieren. Da bin ich kein Experte. Aber exzellent, habe sowas noch nie gegessen vorher vom Geschmack und es hat mich richtig umgehauen. Also 1A, Daumen hoch, was die Proportionen betrifft, Teigtaschen versus Dip, kann man noch dran arbeiten, haben wir Feedback gegeben, machen Sie was draus. Alex, wie war denn deine Vorspeise? Ja, ich hätte die Poke Bowl mit Hähnchen so als Vorspeise. Mega lecker. Also das hat mich so umgehauen. Du kriegst noch ein Dressing dazu. Alleine ist es sehr, sehr ansprechend gemacht. Du kriegst so ein kleines Fläschchen noch mit Dressing dazu, was total gut abgestimmt ist. Eine leichte, schöne Schärfe dabei. Eine schöne Säure. War wirklich super lecker. Kann ich nur empfehlen. Mir hat es geschmeckt. Jetzt bin ich gespannt auf die Hauptspeise. Ja, wir haben jetzt hier unsere Hauptspeise zu uns genommen. Ich hatte die Pasta Maverick mit Chorizo und die war ganz geil, muss ich sagen. Auch sehr schön pikant, scharf schon eher. Gut, da wird jemand anders sagen, wahrscheinlich, das war wie Meerwasser, überhaupt nicht scharf oder irgendwas. Ja, die Alex ist da am Start hier. Alex, ja. Hi. Hi. Na, wie hat's dir denn geschmeckt? Super lecker. Mhm. Ich habe den Lachsburger, ich glaube, der heißt The Skipper oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Skipper würde ja auch passen zum Meer dann, ja? Ja, das stimmt. Mhm. War echt lecker. Schön gegrilltes Lachsfilet. War toll. Und die Menge hat auch gepasst, oder was? Die Menge war super. Also, ja. Sorry, wer hier rausgeht und sagt, er ist nicht satt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich denke auch, ja. So, jetzt freuen wir uns gleich erstmal auf den Nachtisch. Ja, ich sehe gerade, ein weiterer Herr hat gerade aufgegessen. Und ich glaube, er möchte uns erzählen, wie ihm seine kleine Portion, die er jetzt genommen hat, geschmeckt hat. Schmackhaft, sehr schmackhaft. Ja, also, ich hatte die Pommes-Schaufel mit den 2 Burgern. Und zwar Filet-Burger, diese 2 kleinen. Als Filet, wirklich super. Man bekommt da so eine Soße dazu. Die habe ich, wie man sieht, nicht wirklich angerührt, weil ich immer noch die von den von der Vorspeise, von den Teigtaschen übrig hatte und die hat mir echt besser geschmeckt. Aber das ist ganz individuell. Pommes-Schaufel hätte es sein sollen, das war jetzt in einem Töpfchen. Ich kann das nicht vergleichen, wie es anders gewesen wäre. Aber Pluspunkt,
Ich durfte die Soße in meiner Bestellung umtauschen gegen die Knoblauch-Mayonnaise. Also Flexibilität in der Hinsicht ja. Und alles in allem, ich bin super satt geworden. Also, ja. Und es hat auch super geil geschmeckt. Die Zwiebeln habe ich ausgelassen, das ist alles ein bisschen so matter of taste. Aber alles sehr hochwertig von der Konsistenz, vom Geschmack, von whatever they put in. Es hat super geschmeckt, ja. also ich kann nur sagen, Daumen hoch. Ja, absolut. Ja? Jetzt warten wir mal auf die Nachspeise. Genau. Ja. So, ihr Lieben, wir haben jetzt gerade die Nachspeise gehabt. Ich bin noch dabei, ich muss Pause machen, weil die Herren unbedingt hier was trinken wollen. Genau, wir haben jetzt ein komisches Zeug hier, ich weiß nicht, was das ist. Riecht nach Wacholder und wie nach Kräutern. Also ich finde das... Es hat wirklich so was wie so ätherische Öle, so ein bisschen. Ätherische Öle, was sagt der halt Herr. Kräuterschnaps. Ja. Likör. Nee. Also irgendwer meint hier Killepilz, Jägermeister, bla bla bla. Nee. Das hat vielleicht so einen Ansatz, aber. Wir müssen mal probieren jetzt, würde ich sagen. Schon, ne? Ist schon anders. Jetzt außerdem hier, von der Konsistenz hier, schaut mal hier, ja. Ne, wie es aussieht, ist schon anders als so ein Kräuterling. Wir probieren jetzt. Zum Wohl. Nach dem ganz Süßen gerade folgt was sehr Bitteres, muss ich sagen. Oh. So bitter finde ich den gar nicht. Bitter finde ich den gar nicht. Das kommt bei mir wahrscheinlich noch wegen dem Süßen so extrem rüber. Ohne Witz, das hat für mich ein bisschen was von Ratzeputz. Schon mal Ratzeputz gehört? Da 56% Zeug. Ja, das hat ein bisschen mehr Umdrehungen, aber vom Taste Ratzeputz-mäßig, das haut schon ein bisschen hin. Ratzeputz kenne ich auf jeden Fall auch, aber... Ich mag das. Ich muss mal fragen, wie das heißt. Ne? Geschmack? Also ein bisschen. Ratzeputz mag ich auch. Wow. Also viel könnte ich glaube ich nicht davon trinken, da ist mir wieder zu süß. Also man muss das mögen, also es geht bei mir gerade so. Man bei kann dir? Das mögen. Ich finde, der hat halt so einen komischen Geruch an sich, den ich nicht so richtig zuordnen kann. Und was sagst du? Finde ich gut. Aber wenn ich jetzt ein bisschen mehr davon trinke, im Nachgang könnte der ein bisschen aufdringlich sein. Okay, ja, finde ich auch. Ja. Also aufdringlich finde ich, passt ganz gut dazu, ja. Es schmeckt ein bisschen, ja, weiß nicht. Ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Ein bisschen weniger Süße würde ihm gut tun. Da ist der Ratzeputz angenehmer. Der hat nämlich den Knaller, aber er ist nicht so süß dabei. Ratzeputz? Ja. So mega süß finde ich den gar nicht. Aber es liegt ja vielleicht auch daran, dass ich dieses Nummer. Nee, Butter finde ich den gar nicht. Was für einen Geschmack habe ich denn? Ja, eine leichte Unternote hat er, ja. Naja. Aber dafür sind wir ja auch drei Menschen mit drei Meinungen. Genau. Drei Stühle. Eine Meinung. So, dann würde ich sagen, es steht noch Revanche gegen Simon Ausgleich im Bild. Welche Revanche? Ah, okay, ja. Wir machen gleich ein schönes Turnier hier, alle spielen auch mit. Ja, klar. Ja. Wollen jeder gegen jeden nicht gewinnen oder so? Ja, schauen wir einfach mal. Also, bis gleich. Bei der White Lady. Also, wir sitzen jetzt nach dem leckeren Abendessen hier in der Bar 1919. Ich versuche schon seit einer halben Stunde ein Getränk zu bekommen, weil einer der Protagonisten hier es nicht schafft, sich von dieser, ja, die Karte, ich gebe zu, die ist relativ groß. Halbe Stunde stimmt nicht. Ich meine ja auch gar nicht dich, ich meine den Herrn, der hinter der Kamera gerade ist. Ich weiß, ist. Aber halbe Stunde stimmt trotzdem. Nein, sagen wir 20 Minuten. 29 Minuten. Und ich hätte mir ein Irish Red Ale, für die nicht-englischen Speaker hier. Red. Ein Red Ale, rotes Ale, Bier ausgesucht. Alex hat sich jetzt was ausgesucht? Ein Trimile, ein Freemile. Freemile. Und ein gewisser Herr, der hier jetzt hinter der Kamera sitzt, sucht sich... Ja, ich habe mir auch ein Freemile ausgesucht, also quasi jetzt gerade spontan. Nee, aber wirklich, ich bin gerade auf der Seite und ich habe die gerade, also das ist echt... Man, guck mal, so viel Text, ja.
Und auf jeder Seite, ja, und nur so ungefähr ein Fünftel davon ist relevant. Von daher dauert es halt dabei, ja. Und ich war kurzweilig bei den Cocktailboots, habe gedacht, ich nehme ein Doppel für allein, aber das ist ein bisschen viel vielleicht und deswegen nehme ich jetzt auch den 3-Mile. Sehr gut. Cocktailboot muss noch sein, ne? Ja, wir müssen das Erlebnis ja mitkriegen, oder? Ja, klar, super, mega schön. Dampfende Cocktailbowl. Sein. Das muss sein. Aber erstmal kriegt der Peter sein. Ja. Herz und Wohle zusammen. So ist das, wenn man sich auf sowas einlässt. Ich weiß gar nicht, was die haben. Das sieht doch super aus. Scheiße. Okay. Schmeckt euch beiden sehr gut. Das schmeckt sehr süß nach purem Sirup und Cognac halt. Das trifft es ganz gut. So wie eigentlich beschrieben. Die ich bestellt habe, ja. Die sieht so komisch aus. Scheiße! Komisch sieht die nicht aus. Willst du von hier hingehen, dann hast du den Tisch noch vielleicht im Hintergrund. Candy! Ich schneide sie sich auch drauf, die das noch ertrinken muss. Warte. Ah, so ist gut. Bist du ready? Jo. Alright. Nice! Das ist ja geil! Ja, ich bin trocken, also. Merci. Sehr gerne. Danke. Oh, der Simon hat einen leckeren Cocktail getrunken. Jo. Was hast du denn gehabt? Und zwar war das der Green Wings. Eigentlich eine Bowl für zwei. Aber ja, Zähler für zwei manchmal. Und habe ich gedacht, ich nehme den mal. Und grundsätzlich, er schmeckt nicht schlecht. Das würde ich vorwegnehmen. Es ist ein bisschen so, ja, Kinder-Candy-Geschmack tatsächlich. Was mich ein bisschen erschrocken hat, ist, es ist wirklich viel Kinder-Candy drauf. Das ist so ein totaler Zucker-Lolli. Davon gab es zwei. Das ist der andere. Der ist leider zwischenzeitlich auf dem Boden versenkt worden, weil hängen blieben irgendwie. Aber interessant sind quasi die Beigaben. Man sieht jetzt gar nicht mehr, was alles drauf war. Das war ziemlich behängt. Da war so ein Schweine, wie nennt man das so? Schweineohr-Dings, aber genauso geringelt wie das hier, aber so einmal so rum. Schweinespeck, genau. So drin. Kann man alles essen. Ist halt ziemlich candy-mäßig so, ja. Und das hier sind echte getrocknete Apfelscheiben. Ja, echt, kann man essen. Und ja, also insgesamt ist das kein schlechter Bowl. Aber ich war doch etwas überrascht, dass das so Kinder-Candy-mäßig ist. Das habe ich dem Namen nicht entnommen. Er ist relativ süß. Fruchtig, ja, ich meine, die Ingredients will ich jetzt nicht aufzählen, ist jetzt nicht so wichtig. Kann man ja selber nachschauen. Ich genieße ihn in gewisser Weise, aber dieses Kinder-Candy-Zeug, das stößt mir ein bisschen auf. Es sind hier so zwei Kirschen und die sind total eingeweicht von außen. Aber wenn ich da drauf beiß, sind die voll hart. Ja. Das heißt, schon was älter. Ich bin ehrlich. Ja. Vielleicht sind die noch nicht zum Essen gedacht, sondern nur zum Beigeschmack. Von daher würde ich sagen, wenn man weiß, was man da bestellt und was man kriegt, der schmeckt schon. Dieses ganze Drumherum muss man ja nicht essen. Das ist halt purer Zucker. Habe ich nicht erwartet. Das Geile an dem Cocktail ist, wenn man den bestellt, kriegt man so voll die geile Dampfwolke raus. Ich glaube, das habt ihr auf dem Video auch irgendwie, das kannst du vielleicht reinschneiden, ja. Das sieht schon geil aus.
Da hab, genau, da siehst du auch, wie der komplett aussieht eigentlich. Ja? Dann habt ihr so einen Eindruck davon. Muss man sich darauf einlassen können. Grundsätzlich ist er recht süß. Kommt hin. Alkoholgehalt, würde ich sagen, Medium. Und ich persönlich genieße es, obwohl ich mit dem ganzen Candy Kram nichts anfangen kann. Sehr schön. Schönes Fazit. Dann gönn dir noch, ne? Genau. Trotzdem, dieses Schweineohrgedöns habe ich schon gefuttert. Sehr gut. Viel Spaß noch. Guten Morgen. Morgen. Aus dem Kapselzimmer im Hotel Charles Lindbergh. Zimmer A14 haben wir gehabt, ne? Ja, richtig. Im ganz äußeren Block Richtung Verwaltung, genau, ja. Ja. Der Superblick habt ihr ja schon gesehen aus dem Zimmer. Den haben wir euch gezeigt. Ja. Ja, wir hatten gestern einen wunderschönen Tag hier im Hotel und auch in Hochburg mit vielen Bekannten und Freunden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch cool. Ja, Chris und Mareike auch mal kennenzulernen, ne? Ja. auch mal persönlich getroffen zu haben, das hat echt Spaß gemacht. Liebe Grüße, genau. Ihr beide seid einfach super lieb und für den Rest, die Chris und Mareike nicht kennen, wir verlinken mal den Kanal von genau. denen. Unten in der Videobeschreibung. Lohnt sich reinzugucken. Ja, macht immer sehr viel Spaß, auch die Vlogs von den beiden zu gucken, sind echt sehr sympathische Menschen, das macht Spaß. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, unser Fazit, ne? Unser Fazit, auf jeden Fall erstmal, das Team ist der Hammer. Die bemühen sich so dermaßen. Das Personal ist echt cool drauf. Besten Dank nochmal an das Team aus der Bar 1919. Genau, die Hotelbar wir haben hier. Super, super schönen Abend mit euch verbracht. Es war total toll. Lieben Dank an Dominik, Roman und auch an Alex, der uns im Uhrwerk bedient hat. Ja, das war klasse. Wirklich, also top. Ja. Bleibt so, wie ihr seid. Macht euren Job weiterhin so. Es ist echt ein tolles Erlebnis mit euch. Ja, das hat echt mega Spaß gemacht. Auch die Bar selber, der Billardtisch, der wurde benutzt. Ja, Billard, Dart kannst du spielen. Genau, Dart haben wir auch gespielt. Cocktail habt ihr ja gesehen. Ja, der Simon mochte seinen Cocktail sehr. Er hat einen Cocktail für zwei gleich gehabt, für sich alleine. Er war so semi-begeistert, ne? Das hat er ja,
Ich weiß nicht, ob ich das mit reinnehme. Ben, habt ihr schon gesehen, was er davon hält? Auf jeden Fall werden wir reinnehmen, wie der Cocktail präsentiert wurde, weil ja, das ist echt ein Highlight. Das habt ihr dann jetzt auch schon gesehen, wie der Cocktail präsentiert wurde. Sehr cool. Mit dem Rauch und dem Trockeneis da drin. Das ist echt schon eine ziemlich coole Sache. Frühstück war auch echt super. Ja, es war mit, man kommt rein, ne? Dann wird man zum Tisch gebracht, Hände desinfizieren natürlich. Dann setzt man sich, dann kriegt man so ein Holzbrettchen, habt ihr ja auch gesehen. Und dann kann man noch einen kleinen Zettel, da kann man halt dann wie Kaffee, Kakao oder Tee drauf ankreuzen, was man haben will, das wird an den Tisch gebracht. Und mit dem Brettchen kannst du halt dann zum Buffet gehen, ne? Ja. Und was wir heute Morgen übrigens hier noch in dem Zimmer entdeckt haben, ist die Tatsache, dass jedes Bett eine Steckdose noch hat. Ja, warte mal. Man sieht jetzt gerade, mein Ladegerät ist angeschlossen. Da unten am Bett ist eine Steckdose versteckt. Die habe ich erst heute Morgen entdeckt irgendwie. Ja, ich gar nicht. Auf beiden Seiten ist die auf jeden Fall hin. Bei uns war es das Kopfende ja. In anderen Kabinen schlafen die Leute irgendwie andersrum. Wir haben beide Fotos schon gesehen, ne? Also wir haben jetzt das Kopfende zur Tür hin. Ja. Andere haben das irgendwie zur mehr zur Toilettentür. Ja. Aber ja, ihr könnt ja auch euch andersrum legen, das ist ja auch kein Problem. Da seid ihr ja frei flexibel, wie ihr euch legen möchtet. Ja, richtig. Jeder hat ja auch irgendwie so ein bisschen andere Präferenzen. Genau. Nee, jedenfalls, es ist mal was anderes, dieses Hotel. Es ist sehr, die Zimmer sind natürlich eng und klein. Also ich denke mal, in diesem Jahr werden wir es bestimmt noch einmal machen. Ich denke auch, ich könnte mir das auch vorstellen. Alleine, um diese Atmosphäre zu genießen. Vielleicht im Wintertraum mal. Genau. Wintertraum kann ich mir super toll das hier vorstellen. Ich meine, wir haben jetzt ja schon gestern Abend gesehen, wie toll Rookburg beleuchtet ist. Bei Nacht sehr geil, ja. Mega toll. Wenn du im Wintertraum hier im Dunkeln in diesen Themenbereich kommst, ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Ich denke auch, schön Glühwein trinken hier. Ja. Das passt in den Bereich super rein hier. Die haben übrigens aktuell 15 Biere in der Bar. Mhm. Können aber noch aufstocken bis 30. zu 30. Genau, das wir sind 30 Zapfhähne. Das sind 30 Zapfhähne, von denen die Hälfte gerade belegt ist, ja. Ja, also ja, ich glaube, da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Und was jetzt kommt, wir checken jetzt erstmal aus. Wir checken jetzt aus. Und dann gehen wir nochmal nach Rookburg. Genau, dann gehen wir nochmal ein bisschen nach Rookburg, genießen den Tag heute und wir hoffen, dass ihr uns... dass wir euch einen schönen Einblick geben konnten. Ich denke mal, das hat hoffentlich ganz gut geklappt. Und ja, nach dem Hotelvideo kommt dann auch unser Vlog von dem Tag, den wir hier auch in Rookburg verbracht haben. Und ja, abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ne? Da kommt bald das neue Video. Es wäre sehr cool, wenn ihr das machen würdet. Würden wir uns sehr darüber freuen. Absolut. Und dann würde ich sagen, Peter sagt immer, würde ich sagen. Ja, das sage ich immer. Merkt auch jeder mittlerweile. Egal. Ich sage jetzt mal, dass wir jetzt auschecken, dann nach Rookburg gehen und nochmal fly fahren, unsere Hotel-Quickpässe wegfahren. Ja, die haben wir auch noch. Und dann schauen wir, wie lange wir heute bleiben. Genau. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Ciao. Tschüss.